Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Belarus vorstellen. Das ist der 1221. Der kostet 34.000 Euro, 40 km/h schnell, 120 Liter Tankvolumen, 133 PS, 98 kW und 29 Euro Unterhalt. Den kannst du auch hier optimieren, wie du siehst. Du kannst hier Frontladeraufbau hier dazu kaufen. 800 Euro kostet sich das extra und hier Zwillingsbereifung hinten. Da sind wir schon bei 35.600 Euro insgesamt. Hier habe ich mal beide Modelle gekauft. Einmal mit und einmal hier ohne. Das hier ist der komplett normale, wie man sieht. Der hat hier hinten, wie man sieht, hier Heckhelix, Rauli, Zapfwelle. Und hier mit den Zwillingsbereifungen. Der hat hier ein bisschen Probleme. Eher gesagt, ein bisschen untertrieben. Hört mal hier, der Ton ist ein bisschen komisch und da ist mir hier auch in der Lok hier ein Index, steht hier einmal Warning, dann hier Vollsteckhammer drin, stimmt irgendwas nicht. Sieht mir hier drin ja auch, dass es hier von dem Traktor ist. MTZ steht hier, 1220 steht hier einmal und dann steht hier MTZ 12. 21 XML. Sieht man hier, da kommt hier ein paar Mal hier der Fehler. Da knallt jetzt hier mir die Lok jetzt auch noch voll. Kann ich nachher dann die Lok nur löschen, dass meine Lok hier sauber ist. Aber trotzdem zeige ich euch jetzt hier den Traktor. Sieht hier auch ganz gut hier den Ölfilter. Zeitlich. Mal schauen, ob man hier rangehen kann, ob man hier was machen kann. Nein, so ist ja nichts zu sehen. Ja, hier gerade nicht die Motorhaube auch manchmal schon eingestiegen. War ein bisschen zu schnell. Ich sehe hier die ganzen kleinen Sachen, das ist gar nicht schlecht hier gemacht. Also schließen wir wieder die Motorhaube. Noch was machen. Ansonsten hier nichts. So, schauen wir uns mal kurz innen drin an. Armatur funktioniert nicht, aber seitlich hier der Hebel, der ist animiert, wie man sieht. Beim Rückwärtsgang rein, dann geht er auch. Das ist so das Handgas oder was ist das? Oder das Schalthebel oder was? Keine Ahnung. Aber ich muss mein Lenkrad erst nochmal einschalten. Vergessen einzuschalten. Jetzt sieht man, dass das Lenkrad jetzt funktioniert. Schauen wir mal hier, Blinker. Blinker, ja, funktioniert. Vorne, hinten. Standardhupe, Bremslicht, Rückfahrlichtkarte keins. Nur mit 6 hinten. Vorne ist nur mit 5. Jetzt ist Normallicht. Vorne. Hinten. Schauen wir mal seitlich rüber, schauen wir mal, ob vorne die Hängerkupplung auch funktioniert. Abgas sieht ja super aus, so her. Das ist für mich dann einer, der was der Bodenbewertung ist. Vorne funktioniert da nichts. Schauen wir dann gleich hinten an. Also hier sind jetzt 31 km/h angeschrieben. Mal schauen, ob der auch schneller fährt. Den Satz, Papier ist geduldig. Ja, hinten hier, das funktioniert. Jetzt fahren wir mal vor, ob jetzt der Kühlkopf auch geht, das ist eine andere Sache. Ja, man sieht hier nichts so her. Ja, die nimmt auch an, aber die Heckhelix-Hydraulik bleibt dann gleich. Also, ja, 30 km/h fährt doch. Also nicht wie angeschrieben hier die 40. Spuren legt er auch auf alle Reifen. Schauen wir uns das vorne das Fahrwerk dann noch an, das hier. Also man sieht, das ist eigentlich hier was Positives. Was ich oft bemängel,
Wenn man hier fährt, hier, da passt hier vorne die Achse. Das finde ich ist gut gemacht. Steigen wir mal aus. Jetzt gehen wir mal rüber in den nächsten. Also der Sound, der gefällt mir ja am Anfang relativ gut. Schauen wir mal, wie hier die Spuren legt. Das ist die Achse vorne, die ist wirklich schön gemacht. Die Spuren passen hier auch. Ja. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, schaust du da rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, bis euch, euer Franz.